Stand von 2002 bis 2004 bei 100 Mal im Aufenhof des KNC und gewann mit den Haien 2004 den deutschen Pokal. Begrüßt bitte Nummer 20, Leo! Und er war Teil der Meistermannschaft 1995, spielte von 1994 bis 1997 beim KNC und absolvierte an der Seite 137 Spiele für Köln, ein Meisterkuli. Er ist der Einzige, der bei beiden Meisterschaften an Mirko Rüdemanns Seite stand. Er selbst eine KIT-Legende. Seine Nummer wird unterm Alltag 13 Jahre hinter dem KIT-Klassen. Bestand immer 620 Spiele im Eiertunnel. Und stand immer 120 Mal für Deutschland auf dem Eis. Begrüßt mit einem Riesenapplaus unsere Nummer 6, Dirk! 111 Spiele für den KIT. Von 2005 bis 2007 ein Heim und heute Schiedsrichter. Bei Lüdes letzter Eiszeit trägt er die Nummer 9. Lasse! Und jetzt kommt ein weiterer Meister aus dem Jahr 1995. Er spielte 9 Jahre für Köln, bestritt fast 400 Spiele für den KIT und sammelte 159 Scorerpunkte mit der Nummer 14. Und er ist aus Eisen. Er war vor Mirko Lüdemann der Rekordspieler und teilte von 2001 bis 2009 die Kabine mit Lüde. Meisterhalt 2002, WM-Teilnehmer, Olympiateilnehmer und immer von unbändigem Willen beseelt, die Nummer 35. Aus der Nationalmannschaft, er spielte lange Jahre in der DDR für Rosenheim, Landshut und Mannheim. Später für Bad Tölz, Ingolstadt und Bietigheim. Über 250 DDR-Spiele hat er bestritten. Heute mit der Nummer 44, Markus! Mirko Lüdemann ist in Weißwasser geworden, das wissen wir alle. Natürlich sind heute auch langjährige Freunde und winken gleich aus seiner Heimatstadt hier. Er ist der Erste im Sturm. Der Nummer 44, André! Schaut er den höchsten Buben der Liga auf die Finger mit der Nummer 37, Tim!
bis letzte Eiszeit. Mit der Nummer 73, Rene! Elegant auf dem Eis und trotzdem ein Mann mit Biss. Von 2002 bis 2004 trug er das Heiltrikot und war ebenfalls am Pokalsieg maßgeblich beteiligt. 125 Spiele für Köln mit der Nummer 75, Andreas! Und jetzt noch ein Riesenapplaus für die Fehler des Teams Deutschland. Zum Team International bei Jülis letzter Eiszeit. Im Tor begrüßen wir einen Mann, der durch seine Leistungen und auch durch seine freundliche Sympathie einen festen Platz im Herzen der Haie-Fans hat, obwohl er nur eine Saison in Köln war und dann vor allem als Kohli in Hamburg Jülis Gegner war. Mit dem 31, Boris! Er hat sich als Deutscher ins internationale Team gestrichen, war lange Jahre Teil der Heilfamilie und trägt heute die Nummer 33. Thorsten! Und jetzt kommt eine echte Kante. Er hat schon beim Jubiläumsspiel vor 4 Jahren eine tolle Figur gemacht. Von 97 bis 2001 absolvierte er 214 Spiele für Köln. Aus Kanada eingeflogen mit der Nummer 3, Steve! Seine Frisur war legendär, seine Checks ebenso. 113 Spiele für Köln und immer nur ein Lächeln auf den Lippen. Mit der Nummer 7, Paul! Die EM-Verteidiger des Jahres 2013, 106 Punkte in 145 Heimspielen, hat seine Laufbahn beim KC beendet und ist heute erstmals zurück auf dem Eis in der Arena. Mit der Nummer 7, Andreas! Olympiasieger mit Schweden, schwedischer Meister, über 300 NHL-Spiele und 2-mal im Finale mit dem 13. Herzlich willkommen zurück in Köln mit der Nummer 34, Daniel! Mit 22 Scorepunkten in nur einer Saison als Verteidiger maßgeblich zum Titelgewinn 95 bei. Heute mit der Nummer 44, Mike! Wo er ist, ist Meisterschaft. Top 2002 in Köln. Immer müde und immer gut drauf. Über 100 Spiele für Köln und noch mehr Sprüche in der Kabine. Der Joker ist zurück mit der Nummer 5, Markus! Es ist nicht erwartet, nach Köln zu kommen, weil dieser Woche einer der ersten, der bei uns am Dom aufschlug. 120 Spiele für Köln, 152 Scorerpunkte für den KIC, über 200 NHL-Spiele hat er außerdem auf dem Buckel mit der Nummer 10, Luciano. Er kam 2006 aus Schweden und blieb 4 Jahre in Köln. Er sammelte in 210 Spielen 160 Punkte und noch mehr Sympathien mit der Nummer 14, Daniel! Meine Herren Kapitän der Köln, er spielte von 96 bis 2001 an Lüdes Seite, war 2-mal Heil-Topscorer, gewann mit Mirko 99 den Springer Cup. Heute hier mit der Nummer 16, Bruno! Von einem Mann, der dritte Italo-Kanadier im Bunde, von 96 bis 99 beim KIC, zudem alleine 8 WM-Teilnahmen für Italien. Mit der Nummer 21, Joe! Zauberte mit Millen und Zarillo und war einer der großen Publikumslieblinge in den späten 90ern bei den Kölnern. In 5 Jahren sammelte er weit über 200 Punkte für die Haie und heute ist er wieder da. Mit der Nummer 27, Thomas!
steht. Mit fast 250 DL-Treffern ist er bis heute der viertbeste Schütze der Liga. 2008 war er Topscorer der Halle, 148 Mal letzte Elf für den KIC Eigut. Ebenfalls mit der Nummer 27, Ivan! Der einzige im Team international, der eigentlich kein Eishockeyspieler ist. Deshalb braucht er umso mehr eure Unterstützung. Lüdes Freund seit vielen, vielen Jahren. Sie kennen sich über die goldenen Jungs, die viele wertvolle Charity-Projekte in Köln angeschoben haben. Großen Applaus für die Nummer 29 für Birdie! Und auf ihn freuen wir uns heute ganz besonders. Er war zweimal DL-Topscorer, viermal Heide-Topscorer, Köln-Sportler des Jahres und Teil der Meistermannschaft 2002 mit der Nummer 71. Dave! Und jetzt, liebe Eishockey-Freunde, kommt der Mann, für den wir alle heute gekommen sind. Jetzt begrüßen wir zwei Menschen auf dem Eis, die dies
seit vielen, vielen Jahren begleiten und an deiner Seite stehen. Was wäre ein Mann, ein starker Mann ohne eine starke Frau? Deine Lebenspartnerin Rebecca ist da. Ein Riesenapplaus. Ihr seid seit 14 Jahren ein Paar, habt mit Leni eine wunderbare Tochter, die mit dabei sein wird, deine Nummer 12 und das Arena-Dach gezogen wird. Und einen ebenso großen Applaus jetzt für Lothar Zimmer. Kennen wir alle nur als Schneuz. Der Material war der Kölner Heiler, der dich von 1993 bis 2011 in der Kabine versorgt hat. Deine Schnittschuhe geschliffen, dein Helm zusammengeschraubt und deine Trikots gewaschen hat. Beide sind wichtige Menschen in deinem Leben. Das Ehrenbanner mit der Nummer 12 wird jetzt unter das Arena-Dach gezogen. Nach 1240 Ligaspielen für den Kölner Heiler wird Mirko Lüdemanns Nummer, so sieht es der ungeschriebene Ehrenkodex des Eishockeys vor, in der Vereinsgeschichte der Kölner Heiler nie wieder an einen anderen Spieler vergeben. Mirko Lüdemanns Nummer 12 wird ab heute in der Reihe mit der Nummer 1 von Pepi Heiß, der 4 von Udo Kiesling, der 6 von Jörg Meyer, der 8 von Ralf Philipp, der 11 von Miro Sikora, der 14 von Detlef Langemann und mit der Nummer 80 von Robert Müller in einer Reihe hängen. Mirko, hier ist dein Ehrenbanner! Thank you.
Leandro. Denn es ist natürlich auch Tag der Geschenke. 23 Jahre warst du bei der Kanal und hast so unglaublich viel für diesen Verein und für die Fans geleistet. Und die Fans wollen dir natürlich auch was zurückgeben. Dir ein wunderschönes Abschiedsgeschenk vorbereiten und durchführen. Und wir starten gemeinsam, liebe Hai-Fans, mit einem Countdown. 10, 9, 8, 7,